Hey, meine Liebe, herzlich willkommen zur Wochenbotschaft. Ich habe keine Ahnung warum, aber es kommt mir so vor, als hätte ich seit Wochen schon kein Video mehr aufgenommen. Und dabei waren nur 2 Tage dazwischen. Ihr Lieben, die Wochenbotschaft für nächste Woche. Was haben wir für Themen? Was zeigt sich? Schöne Sachen, nicht so schöne Sachen, Überraschungen, Herausforderungen. Prüfungen. Lassen wir uns überraschen. Also, nächste Woche haben wir kein Thema, wie es aussieht. Oder etwa doch? Ja, so. Meine Lieben. Was ist da los nächste Woche bei euch, ha? Was ist da los? Imaginärer Trommelwirbel. Wir haben die Nummer 32, die Erotik. Wir haben die Nummer 36, das Glück. Und wir haben die Nummer 14, die Romantik. Ratatabäm. Okay, gehen wir gleich mal mit den Tarotkarten ins Detail. Ich bin schon gespannt. Ich kann mein Grinsen nicht zurückhalten. Also sorry, wenn hier 3 Glückskarten schon fallen als Prognose für die nächste Woche. Was kann hier schieflaufen? Meine Güte. Okay, schauen wir mal, um was es genau geht. Um wen oder was? Die Erotik, das Glück und die Romantik. Also es geht definitiv um eine Zweierbeziehung. Also nein, um dich und einen anderen Menschen. Ja, ich meine, ob jetzt eine Dreierkonstellation hier mit dabei ist oder eine Viererkonstellation, keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall geht es hier um die Verbindung zwischen dir und einer anderen Person. Bevor du jetzt dich festlegst auf eine bestimmte Person, lass bitte dieses Feld noch offen. Guck dir erstmal die Botschaft an und schau, was sich hier zeigt, weil ja, ich habe hier das Herz zwar mit dabei, die Verbindung zu einer bestimmten Person, aber es könnte natürlich auch sein, dass es etwas Abenteuerliches ist. Ja? Lassen wir uns überraschen. Ja. Wen haben wir denn da? Den König der Münzen. Tralala. Den König der Münzen, gefolgt vom Eremiten. Okay, in der Position, wie der König der Münzen hier ist, haben wir wirklich die Schlaftablettenposition. Der guckt gerade irgendwie so woanders hin. Anhand der Energiekarten muss es sich auf jeden Fall in eine andere Richtung entwickeln. Also, aber gut, schauen wir mal weiter. Also, wir haben den König der Münzen, wir haben den Eremiten, also Erdenergie und Jungfrauenergie, also Erdenergie vom König der Münzen, Stiersteinbock Jungfrau und dann speziell Jungfrauenergie nochmal durch den Eremiten. Es scheint so, als wäre der König der Münzen nach innen gegangen, in die Innenschau und hätte hier auch was gefunden. Ja, Halleluja, vielleicht doch Dreierkonstellation, hier fällt der König der Stäbe. Bist du hier etwa im Zwiespalt zwischen zwei Männern oder zwischen der Energie? Also wenn das jetzt eine Person ist, ja, ich sage jetzt Mann, weil hier der König, die Könige gefallen sind, kann natürlich auch eine Frau für dich sein. Ja, aber hier der König, sind entweder zwei verschiedene Personen oder es ist ein und dieselbe Person mit diesen Erd- und Feueranteilen, Feuer, Löweschütze und Löweschütze, Widder. Ich habe schon so lange nichts mit Sternzeichen gemacht.
dass es hier so diese verschiedenen Anteile sind. Ja, einerseits die Erdenergie, dieses bodenständige, langsame, stabile Fundament und andererseits diese Feuerenergie, dieses leidenschaftliche, die Passion, die Sexualität, die Erotik. Geht ja hier um die Erotik. Und aber auch vielleicht ein bisschen diese Instabilität, dieses heute hü und morgen hot. Ja, wer weiß, wer weiß. Spür dich da bitte rein. Du weißt für dich natürlich am besten, in welcher Situation du dich befindest. Was haben wir? Es geht weiter mit dem Herrscher. Also jetzt reicht's aber. Haben wir jetzt hier drei Männer am Start oder was ist hier los? Hm? Also Special Widder Energie. Es könnte sich natürlich hier auch um speziell eine Jungfrau und einen Widder handeln, ja? Kann natürlich auch sein. Muss nicht, ihr Lieben, in einem allgemeinen Orakel. Kann aber sein. Und die Sonne hier, jetzt mal ganz ehrlich, was ist hier los? Was haben wir hier für eine Energie? Ich glaube, ich muss diese Energie sogar nochmal extra klären. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine bekommen. Nee, also bitte, das geht so gar nicht. Das müssen wir unbedingt nochmal klären. So, was haben wir hier? Das Ass der Schwerter, alles klar. Ich lasse das jetzt so stehen und unter dem Deck drei der Münzen. Also, absolut, hier geschieht eine Weiterentwicklung. Ich weiß zwar noch nicht, auf welcher Ebene, zwischen welchen Personen, aber hier geht es um eine Weiterentwicklung. Vielleicht auch bei euch beiden im sexuellen Bereich, vielleicht auch allgemein eine Zusammenführung. Ich meine, nur weil hier die Erotik gefallen ist, muss es sich nicht unbedingt hier auf die Sexualität reduzieren. Es geht hier um eure Gemeinsamkeit, um eure Verbindung, um eure Innigkeit, um die Intensität zwischen euch. Ja, also hier werden Entscheidungen gefällt. Es geht in eine positive Richtung. Eine mega, mega geile Energie. Jetzt lass mich mal kurz gucken, mit was ich denn diese Reihe hier kläre. Blub. Okay. So, wir nehmen die Seelenpartnerkarten. Habe schon lange nicht mehr gemischt. Merkt man schon. Aber da es hier ja auch um die Leidenschaft geht, ich muss hier noch die... Ja, die nehmen wir dann noch dazu. Also, bitteschön. Liebes Universum, was bekommen wir für den König der Münzen? Was haben wir hier? Die neue Richtung. Und weißt, ich habe vorhin gesagt, der König der Münzen hat sich hier um irgendetwas Gedanken gemacht. Ja? Und hier anhand dieser Eremitenkarte, er hat hier auch etwas gefunden. Und jetzt fällt hier als Klärung die neue Richtung. Bam. Also hier, vielleicht hat doch der König der Münzen jetzt entschieden, ey, ich bin doch mehr als nur hier der stabile Typ, gell? Ich wollte schon fast sagen, ich habe auch noch was in der Hose. Bam! Okay, also, hier brodelt doch auch etwas in mir, Leidenschaft, die Anziehungskraft zwischen dir und deinem Gegenüber. Dein Gegenüber, der hier so mehr oder weniger dahin schmilzt, ja, aber ich will noch nicht so viel vorausnehmen. Wir gucken einfach mal weiter, was sich hier für den Eremiten zeigt. Aber es ist schon die Tendenz alleine. Ich hoffe, du freust dich über dieses Orakel, weil die Energie ist mega. Hoppla. Also hier, der Eremit, die Neuausrichtung. Ihr Lieben, die Neuausrichtung von diesem König der Münzen. Und jetzt ist hier die Vereinigung, ein Treffen, ein Wow.
Es tut mir leid, ich bin heute voll doof drauf, weil die Energie ist einfach so gigantisch, ja. Und hier, der König der Stäbe, ja, da haben wir hier diese Unerwacht-Karte, ja, das Unerwachte, die unerwachte Leidenschaft. Was hast du getan, dass dieser König der Münzen mit dem schlafenden König der Stäbe in sich, dass der jetzt auf einmal aufwacht oder aufwachen möchte oder aufwachen wird die nächste Woche? Also hier ist irgendetwas geschehen in deinem Leben, wo dieser König Feuer gefangen hat. Da lodert was kräftig, ganz, ganz kräftig im Untergrund. Was bekommen wir für den Herrscher? Der Herrscher steht hier natürlich auch für die Vereinigung zwischen dieser Erdenergie und der Feuerenergie. Ja, also natürlich, beim Herrscher ist die Luftenergie und die Wasserenergie auch mit drin. Aber hier geht es jetzt speziell mal um dieses Bodenständige und dann über dieses um dieses Leidenschaftliche. Der Herrscher, dafür haben wir den Herbst bekommen. Was ist der Herbst? Die Innenschau, die Blätter fallen, man macht sich nackig. Ja, irgendwie, irgendwo, auf irgendeine Art und Weise. Hier kommt etwas zum Vorschein. Etwas aus dem Verborgenen kommt an die Oberfläche. Krass, geil. Super. Total komisch. Ich bin heute eigentlich gar nicht so drauf, aber jetzt mit dieser Energie, was das mit einem macht, das ist wirklich hammermäßig. Selbstwert, jabba dabba du, die Sonne, die Kraft der Männlichkeit, die göttlich-männliche Energie. Und hier kommt der Selbstwert, ja. Wer weiß, vielleicht hat sich hier dein König der Münzen nicht wirklich gut gefühlt, toll gefühlt, cool gefühlt, männlich genug gefühlt oder dergleichen. Und das geht jetzt aber in eine komplett andere Richtung. Stimmt. Wir haben doch in dem letzten Reading oder in einem der letzten Readings haben wir gehabt, irgendwas mit komplette Veränderung. Ja, komplette Veränderung dieses Menschen. Also sorry, wenn das hier nicht die Totalveränderung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Gesteigertes Selbstwert. Ja, natürlich, hier ist irgendwas aus dem Inneren erwacht. Eine Sache, sage ich jetzt mal, die natürlich immer schon da war. Ja, ich meine, dieser König der Münzen war schon immer vollkommen und vollständig. Aber irgendein Teil, vielleicht diese Leidenschaft, vielleicht dieses Feuer, hat hier geschlafen. Und das darf jetzt erwachen. Und nochmal, das passiert nicht einfach nur so, weil die Sterne gerade günstig stehen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt nur auf diese eine Person schauen würden, dann eventuell schon, weil es Zeit ist für die Transformation. Aber wir gucken ja hier jetzt quasi für dich, hier zeigt sich die Verbindung. Also können wir definitiv davon ausgehen, dass dies der Wandel ist, den du herbeigeführt hast. Den du herbeigeführt hast durch deine Transformation, durch deinen eigenen Wandel. Das, was du im Leben verändert hast, geändert hast, ja. Und hier fällt der Teufel als Klärung für das Ass der Münzen, ja. Das ist, der Teufel ist nicht nur die Karte oder die Energie für gewisse Fesseln, Opferhaltungen, sondern natürlich auch der Leidenschaft und der Sexualität. Und hey, das passt hier. Das passt hier mega. Und weißt du, was wir unterm Deck haben? Die Twin Flame, der Spieg, der Zwilling. Dazu möchte ich noch kurz sagen, der Begriff an sich, dieses Label Twin Flame, Zwillingsflamme, ich finde, jeder hat so seine eigene Definition dafür, wenn diese Karte in meinen Readings fällt, dann muss es nicht zwingend darauf hindeuten, dass dieser Mensch deine Twin Flame, deine Zwillingsflamme ist.
In meinen Readings deutet es vor allem darauf hin, dass ihr zwei euch hier so krass spiegelt und triggert gegenseitig und noch mehr als in jeder anderen Seelenverbindung, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, dass dieses Hinterherziehen stattfindet. Ja, wie ich gerade schon vorhin gesagt habe, du gehst deinen Weg, du entwickelst dich, du verwandelst dich und ziehst diesen Menschen mit. Natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt und auch nur auf eine bestimmte Art und Weise, aber dennoch passiert hier was. Stell dir vor, keine Ahnung, du hast deine Ernährung umgestellt, warst beim Kosmetiker, hast angefangen mit Sport oder dergleichen und deine Freundin oder deine Nachbarn kommen auf dich zu und sagen, Mensch, schaust du aber gut aus, du strahlst so, was hast du gemacht, ich will das auch, ja, ich will das auch machen oder ich will das auch haben. Und jetzt stell dir das vor als Energie, genau das spürt dein Gegenüber. Vielleicht hat er oder sie überhaupt keine Ahnung, was dies bedeutet, woher diese Energie kommt. Ja, ich meine, nicht jedes Gegenüberlein arbeitet bewusst mit diesen Energien, aber es ist so präsent, dass er oder sie damit etwas machen muss. Ja, weil es ist so greifbar. Das ist wie, als würden Erdbeeren auf dem Tisch stehen und du würdest nicht die nicht nehmen und essen, ja, was für ein blödes Beispiel, vor allem wenn jemand allergisch ist gegen Erdbeeren. Okay, also hier, gemeinsame Arbeit. Ihr Lieben, und selbst dann, wenn ihr gerade nicht im Kontakt seid oder in Trennung seid oder euch gegenseitig blockiert habt oder irgendwas, vollkommen egal, dieser Prozess passiert. Diese Transformation passiert und in einigen Fällen, natürlich, das ist ein allgemeines Orakel, das trifft nicht auf jeden im vollen Umfang zu, aber einige von euch haben hier eine Wiedervereinigung mit ihrem Schatz. So liegt es hier, so liegt es hier. Natürlich an dieser Stelle auch wieder die Warnung, du bist für dich verantwortlich. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wenn ich jetzt sage, einige von euch kommen mit ihrem Schatz hier wieder zusammen, ist das keine Garantie, dass es wirklich auf dich zutrifft. Also bitte spür dich rein, ja? Absolut, absolut. Ich liebe diese Karten heute schon wieder. Liebe sie. Meine Güte. Also, Zusammenführung, Wiedervereinigung, der totale Umbruch, der totale Wandel deines Gegenübers. Du hier eigentlich nur unterschwellig wieder mal mit drin. Ja, natürlich in den ein oder anderen Fällen kann es auch deine Transformation sein, deine Energie, egal ob du mir jetzt als Mann oder Frau zusiehst. Aber im Großen und Ganzen, also für das Kollektiv, habe ich hier die Gegenüberenergie drin. Mega, mega. Auch natürlich diese Vereinigung zwischen Erdenergie und Feuerenergie. Dieses, ich kann stabil sein, ich kann bodenständig sein, ich kann langfristig denken und. Aber genauso gut im Hier und Jetzt für den Moment leben und einfach mal meiner Leidenschaft folgen. Alles ist möglich, okay? Wenn es sich bei dir hier um zwei verschiedene Personen handelt, ja, einmal hier dieser König der Münzen und das andere Mal dieser König der Stäbe, eventuell in manchen Fällen vielleicht sogar noch extra ein, rein theoretisch hätten wir auch bis zu vier Personen hier drin, also Halleluja! Okay, den Fachausdruck brauchen wir jetzt hier nicht benennen. Also, nein, ich kann gar nichts dazu sagen. Spür dich bitte rein. Ja, spür dich bitte rein, weil ich glaube, es ist eine Person, ja, aber natürlich für das Kollektiv gelegt. Jeder befindet sich in einer anderen Ausgangsposition.
So, da wir auch Thema Erotik und Leidenschaft haben, hoppla, nein, es war zu viel. Nehmen wir doch die Special Karten nochmal dazu. Ich weiß leider bei einigen Kartendecks, gerade die, die ich aus Amerika erworben habe oder auch viele geschenkt bekommen habe, von manchen weiß ich leider die Namen nicht. Aber ich habe es jetzt auf meiner Website, habe ich es gegliedert nach Tarot, Lenormand, Botschaften, Orakel und Erotikkarten und. Also da könnt ihr dann gerne mal stöbern und gucken. Dann muss man nicht die ganze Liste durchgehen und sucht sich dumm und deppert. So, wie schaut's aus jetzt hier mit der erotischen Botschaft? Gibt's keine? Oder die richtige Karte ist noch nicht da? Doch, sie ist da. Was haben wir hier? Oh, da ist was, da gibt's was Verborgenes. Das zeigt sich auch hier wieder. Etwas Verborgenes, aber auch etwas Verborgenes in dir. Also nicht nur bei deinem Gegenüber, was jetzt an die Oberfläche kommt, sondern auch in dir. Ein Geheimnis, etwas Verborgenes, etwas, was an die Oberfläche kommen möchte, etwas, was befreit werden möchte. Stell dir vor, es wohnt in euch, also in dir und in deinem Gegenüber eine wilde Bestie, im positiven Sinne, absolut. Und die möchte befreit werden, die möchte raus und die möchte losgelassen werden. Wir können uns vorstellen, was passiert, wenn sich diese zwei Bestien begegnen. Lass dich offen. Okay, Moment. Okay, also keine feste Bindung. Diese Energie spricht hier davon, was auch immer hier geschieht zwischen euch beiden. Seid so gut und haut kein Label drauf. Ja, dieses. Kennst du das, wenn einige oft fragen, ja, aber was haben wir denn jetzt? Was ist das jetzt genau zwischen uns? Ja, viele Menschen möchten immer einen Namen haben für diese Verbindung. Wirkt für den einen oder anderen gegenüber eher abschreckend. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, lass die Situation offen. Alles, was ein Label haben möchte, ja, von der Energie an sich, das wird sich entwickeln. Vertraue. Sei offen für Neues. Erwarte Fantastisches. Ein wunderschönes Reading ohne Herausforderungen, sondern einfach nur pure Lust, pure Lebenslust. Wiedervereinigung. Ein Zusammensein, Romantik, Glück, geil. Einfach nur geil. So, was haben wir hier? Unentschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Das ist... Ich dachte, das sind die anderen Karten. Gut, hat alles seinen Grund. Also, Moment. Also dieses Unentschlossene. Ja, deswegen hier auch. Lass die Situation offen. Ja, weil ich meine, diese Wiederannäherung oder diese Vereinigung oder Wiedervereinigung, die hier stattfindet, das ist der Start. Das ist der Beginn einer neuen Richtung, eines neuen Weges. Macht beide nicht den Fehler und kappt es vorher schon irgendwie ab durch irgendwelche Bezeichnungen. Wie ich schon gesagt habe, es wird sich alles entwickeln. Und es soll sich auch entwickeln dürfen. Hey, was hier so Wundervolles entstehen kann zwischen zwei Menschen. Brutal. So, und dann haben wir noch die wahre Liebe. Ich habe meine eine wahre Liebe gefunden. Ich fand sie in dir. Oh, wie romantisch. Guck mal.
Ich tue das Beste, um dich zu. Warte. Verdammt, noch eins, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Beeindrucken, beeindrucken. Okay, beeindrucken. Ich möchte dich beeindrucken. Ja, ich tue mein Bestes, um dich zu beeindrucken. Ich kann heute nicht übersetzen. Sorry, ich kriege gerade nicht auf die Reihe hier etwas Schönes für Blow Your Mind zu finden. Ich bin so in dieser euphorischen Energie drin, dass mein Englisch komplett Nein, also wirklich, wirklich krass, krass. So, sehr geil. Hier haben wir quasi jetzt die Botschaften von deinem Gegenüber. Und jetzt schauen wir noch, was das Universum dazu zu sagen hat. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir den Split auch schon wieder, das Auseinanderdriften der Aufmerksamkeit. Fokussiere dich, konzentriere dich auf dich, alles andere um dich herum wird geschehen, wird passieren, automatisch. Du verlierst leicht den Überblick, wenn du dich zu sehr auf eine Sache fixierst oder wenn du dich zu sehr verlierst in allem, was dich umgibt. Bleib bei dir und lass die Dinge auf dich wirken. Unter dem Deck haben wir, oh, lerne, wie du dich, nein, lerne, wie du dich und deinen Körper ehrst und dich und deinen Körper gut behandelst. Okay, ich muss es nochmal erwähnen. Hier ist Thema Sexualität drin. Was bedeutet das für dich? Wo gibt es bei dir noch Defizite, beziehungsweise in dem Sinn, wo du noch nicht mit dir im Reinen bist? Stellen vielleicht, mit denen du nicht zurechtkommst, die du nicht schön findest, ja, du persönlich. Das heißt aber nicht, dass sie jemand anders nicht schön findet. Also spür dich dann nochmal bitte rein. Das wäre jetzt nochmal Stoff für ein komplett neues Reading. Deswegen schau bitte, was hier Sache ist. Und auch zum Thema gerade das mit dem Fokus, was wir hatten. Der Fokus, fokussiere dich bitte nicht darauf, was dein Gegenüber denkt, fühlt oder macht. Bleib mit deiner Energie bei dir, weil wenn du nur irgendwo was reininterpretierst, ja, zum Beispiel, wenn ihr hier miteinander intim werdet oder wenn ihr euch hier wieder begegnet, zum Beispiel dieses Ah, was denkt er oder sie von mir? Oder bin ich hübsch genug gekleidet? Oder passt mein Verhalten oder sonstiges? Ja, wer weiß, ob ihr euch schon lange kennt oder nicht, ob es eine lange Distanz-Trennung dazwischen gab oder nicht. Bleib bei dir, bleib mit deiner Energie bei dir. Ich habe gerade so schmunzeln müssen, weil mir ist nämlich aufgefallen und es ist echt. Was für ein Zufall. Hier hat sich eine Karte aus einem anderen Deck in dieses Deck reingeschlichen. Sowas aber auch. Wahnsinn, oder? Das Universum spricht über alle möglichen Wege zu uns. Gut, das hört sich nach einer verdammt interessanten Woche an. Nein, es hört sich nicht nur so an, es fühlt sich so an. Und ich kann nur eins sagen. Ich wünsche dir und ich wünsche dir mit deinem Gegenüber ganz viel Spaß. Alles Liebe. Ciao, ciao.